Es war ein gebrauchter Abend für England. Die Three Lions verlieren auch ihr zweites Gruppenspiel gegen Uruguay und stehen dadurch vor dem Vorrundenaus. Ausgerechnet Luis Suarez, Englands Fußballer des Jahres, trifft das Mutterland des Fußballs mitten ins Herz. Aus eigener Kraft ist nichts mehr möglich. Englische Fans verlassen gefrustet das Stadion. Jetzt gehe ich erstmal zurück nach Rio. Ich werde mir auch das letzte Spiel in Belo Horizonte anschauen. Nach wie vor stehe ich hinter England, aber ich bin sehr ausgebrannt. Uruguay, Uruguay, Uruguay. Unfortunately. Leider haben wir nicht die richtigen Ergebnisse erzielt. Heute haben wir einfach ohne Biss gespielt. Sie hätten ein bisschen mehr Entschlossenheit gebraucht. Aber ich bin bei einer WM in Brasilien. Warum sollte ich also traurig sein? You know, what is there to be sad about? Zum Beispiel, weil England jetzt auf Schützenhilfe von Italien angewiesen ist. Es besteht zwar noch eine Minimalchance, aber die Hoffnung bei den Three Lions ist schon jetzt verschwindend gering.